Das Ganze begann ja mit seinem Vater. Der hat ja bei uns in Bad Kreuznach ein exzellentes Restaurant gehabt. Und ich muss sagen, er hat auch mich als Italiener immer beeindruckt. Also der Vater zunächst mal mit dem, was er gemacht hat. Der hat so eine einfache, aber ehrliche Küche gemacht. Und ich liebe so diesen puristischen, nachvollziehbaren Geschmack. Und als dann die Frage kam, ob der Sohn zu uns kommen kann, war das überhaupt keine Frage. Denn man sagt ja immer so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wenn der Sohn ähnlich so gut ist wie sein Vater, dann habe ich einen exzellenten Mitarbeiter. Und das muss ich sagen, das hat sich dann bestätigt. Ich bin sehr stolz auf ihn, weil er auch aus sich etwas gemacht hat. Ich meine, viele lernen den Beruf und haben sich keinen Bock mehr. Er hat sich wirklich extrem gut weiterentwickelt und jetzt auch das, was er hier macht, ich muss sagen, großes Kompliment, super Lage hier. Ich meine, ja, er hat eine tolle Frau. Viel mehr kann man im Leben nicht erreichen.